Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch in der Koinonia-Gemeinde, dass wir im Rahmen der Allianz-Gebetswoche so einen Pastorenaustausch machen dürfen. Es ist für mich ein Riesenvorrecht und auch eine große Freude, hier zu sein. Besonders auch, weil ich erst seit einem Jahr in Hannover bin und ich habe trotzdem schon guten Kontakt mit Jörg Pflege oder, wie mir auch schon gesagt wurde, mit Bibeljörg. Sag mal, ein Übernamen, den man sich erstmal verdienen muss. Und ja, ich bin persönlich ganz dankbar für diesen guten Kontakt, auch für viele gute Ratschläge, pastorale Ratschläge, aber auch für persönliche Seelsorge. Aber auch wir als Gemeinde sind sehr, sehr dankbar. Vielen von euch wissen es wahrscheinlich noch gar nicht, aber wir von der Christusgemeinde Hannover, wir haben keine Räumlichkeiten und seit Corona ist das Stadtteilzentrum geschlossen und ja, wir waren immer auf der Suche, was können wir machen, wo können wir hin, und seit November 2020 dürfen wir hier in der Koinonia bei euch am Sonntagabend Gottesdienst feiern. Also ja, vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft, für eure offene Tür. Genau. Ja. Richtig. Ja, noch zu mir, die mich nicht kennen. Ich bin, wie gesagt, Matthias T., seit einem Jahr Pastor in der Christusgemeinde. Und vorher habe ich 31 Jahre lang in der Schweiz gelebt, in der Nähe von Basel. Und davor war ich erstmal ein Gedanke Gottes. Also, genau. Ja, und ich möchte heute zu dem Thema, zu der Jahreslosung predigen. Ihr seht es schon, aus Lukas 6, Vers 36 ist die Jahreslosung: Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich möchte diesen Text, diesen Vers aus dem Kontext lesen, ab Vers 27 bis 40. Und ja, dieser Text stammt aus der Bergpredigt. Andere sagen auch die Feldpredigt zu ihr, um es abzugrenzen von der Bergpredigt aus Matthäus. Genau, und das ist ein Teil dieser Rede von Jesus aus der Bergpredigt. Ab Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr eurer Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, geschütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?
Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Grund, wieso wir heute Morgen versammelt sind. Wir haben vielleicht unsere Gründe, aber du bist der wahre Grund, weil du uns gezogen hast. Und du möchtest auch heute Morgen uns ziehen zu dir, Herr. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der zu uns reden möchte, der uns begegnen möchte, jedem Einzelnen, so wie er ist. Herr, du kennst uns durch und durch und du weißt ganz genau, was wir heute Morgen zu hören brauchen. Öffne unser Herz für deine Reden, Herr. Gib uns gehorsame Ohren und Augen, die auf dich schauen, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen, mir persönlich, uns begegnest. Wir beten im Namen Jesus. Amen. Jesus fordert in dieser Bergpredigt, dass wir barmherzig werden sollen. Werdet barmherzig. Das ist eine Aufforderung, von der ich glaube, dass die meisten von uns, oder wenn ich glaube, alle, sie gut finden. Ja, fürs Jahr 2021 nehme ich mir vor, ich möchte barmherziger sein. Ich möchte barmherzig sein. Das ist ein Wunsch, den wir alle haben und den sogar wahrscheinlich auch Nicht-Christen mit uns teilen. Ob du gläubig bist oder nicht, barmherzig sein ist was Gutes. Und ja, wenn die Welt barmherziger wäre, dann wäre sie auch eine gerechtere Welt, eine gute Welt. Jeder Mensch wünscht sich das, barmherzig zu sein. Doch die Realität ist, unsere Welt ist keine bessere, gerechtere Welt. Wir wollen barmherzig sein, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Und warum schaffen wir es nicht? Ja, da ist die Antwort auch ziemlich schnell klar. Wegen den Mächtigen und Reichen, die uns unterdrücken, die uns berauben, die uns die Freiheit nehmen. Deswegen ist die Welt so ungerecht. Und wir müssen was tun gegen die Großkonzerne und gegen die Politiker. Ich glaube, das Problem liegt aber tiefer als nur bei den anderen. Ich glaube, das Problem liegt bei uns persönlich und beginnt bei mir. Und Jesus fordert uns auf, werdet barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Und ich glaube, die Lösung für dieses Problem liegt auch tiefer, als nur einfach bessere Menschen zu werden. Menschen zu werden, die gut sind, weil alle Menschen wollen gut sein und schaffen es nicht. Deswegen möchte ich, bevor wir uns überlegen, wie wir denn barmherzig werden können, überlegen, was denn eigentlich Barmherzigkeit bedeutet in der Bibel. Und dafür möchte ich mit euch so ein bisschen in den Urtext einsteigen. Und zwar wird hier ein Wort verwendet für barmherzig sein. Das heißt Euktirmon. Euktirmon, das bedeutet so viel wie mitfühlen. Aber der Begriff für Barmherzigkeit im Hebräischen und im Griechischen bedeutet viel mehr als nur einfach so ein Mitfühlen. Es ist etwas, was in der Magen-Darm-Region stattfindet. Es heißt so viel wie, die Eingeweiden werden umgedreht. Also wenn wir barmherzig sind und wenn Gott barmherzig ist, dann dreht sich's in seinem Magen, die Eingeweide werden umgedreht. Barmherzigkeit ist ein tiefes Mitfühlen, das sogar körperlich spürbar wird. Es ist kein von oben herab, oh, dem Armen, der geht ihm so schlecht und dann geht es weiter, sondern es ist etwas, was uns innerlich bewegt. Es ist ein Seufzen auf Augenhöhe. Jesaja beschreibt es so, Jesaja 58, Vers 10. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Barmherzigkeit bedeutet,
sein Herz dem anderen darzureichen. Ein Herz zu Herz, ein Begegnen auf Augenhöhe. Und so auch das deutsche Wort Barmherzigkeit. Wenn wir es auseinandernehmen, es kommt wahrscheinlich von der Bedeutung beim armen Herz sein. Barmherzigkeit bedeutet, von Herz zu Herz dem Menschen begegnen. Ich habe deswegen mir mal eine Definition aufgeschrieben, wie man das so umschreiben könnte. Barmherzigkeit ist ein tiefes inneres Mitleid mit jemandem, dem man von Herz zu Herz begegnet. Barmherzigkeit ist Mitleiden, aber Achtung, es ist nicht Bemitleiden. Wer von euch geht durch die Straße von Hannover und dann sieht er da einen Banker, gut gekleidet, im Anzug, steigt aus seiner Limousine und denkt in seinem Magen, oh, dem Armen, ich habe so Mitgefühl mit ihm, der tut mir so leid. Und wir sehen einen Politiker und denken, ach, oh, der bewegt mich jetzt gerade, seine Armut. Nein, wir gehen durch die Stadt und dann sehen wir Obdachlose da, wir sehen Drogensüchtige, wir sehen Alkoholiker und es bewegt uns und es tut uns leid und dieses Leid hat etwas mit den Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht, aber vielfach hat es auch etwas mit uns zu tun, weil wir uns als etwas Besseres sehen, weil wir von oben herabblicken. Wir haben sehr oft ein Mitleiden mit Menschen, denen es schlechter geht mit uns, als uns kranken Menschen oder armen Menschen oder schwachen Menschen. Aber sehr selten haben wir Mitleiden mit Menschen, von denen es vermeintlich besser geht. Die Barmherzigkeit, von der Jesus hier redet, steht in einem Kontext, im Kontext der Feindesliebe. Jesus sagt nicht, liebt die Armen und seid barmherzig zu ihnen, sondern liebt die Feinde. Also Menschen, die uns unangenehm sind. Menschen, von denen wir nichts erwarten können. Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, die uns nerven. Menschen, die vielleicht auf uns herabblicken, die vielleicht selber von oben herab auf uns gucken. Wenn wir mit Menschen mitleiden, denen es schlechter geht, die bedürftig sind, die arm dran sind, dann stehen wir sehr oft in Gefahr, in ein Helfersyndrom zu kommen. Dass wir nur Leiden empfinden, weil wir das Gefühl haben, wir müssen ihnen helfen. Wir sind die Retter, die Erlöser für sie. Und das ist in Wahrheit eine Selbstbefriedigung. Dann geht es gar nicht um die Menschen, die Not haben, sondern um mich, der die Not lindern kann, der für andere Menschen da ist, der so barmherzig ist, der bewegt wird von den armen Menschen. Dann möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es mir ja eigentlich besser geht. Ich sage nicht, dass jedes Mal, wenn wir durch die Stadt gehen und arme Menschen sehen, bedürftige Menschen sehen und sie uns bewegen und wir Leid empfinden, dass wir es immer aus falschen Motiven tun und nur aus Selbstzucht und zur Selbstbefriedigung. Aber ich vermute und ich behaupte mal, dass es sehr oft auch der Fall ist oder mitschwingt. Barmherzigkeit ist etwas, das in erster Linie keinen Spaß macht. Etwas, das uns keine Freude macht. Der Aufruf für Barmherzigkeit ist, wie gesagt, im Kontext der Feindesliebe. Menschen, die uns böse gesinnt sind, die uns Böses wollen oder die uns verletzen, da macht es keinen Spaß oder Freude, barmherzig zu sein, sondern es kostet etwas. Jesus Christus, Gott selbst ist ein barmherziger Gott. Und er ist in diese Welt gekommen und uns begegnet. Er wurde abgelehnt, er wurde verspottet,
Er wurde missachtet. Seine Liebe wurde nicht angenommen. Es hat ihm wahrscheinlich keinen Spaß gemacht. Und er hat sich nicht gedacht, hey, ich komme auf die Welt, weil all das so tolle Menschen sind, die so gut zu mir sind. Und die dankbar sind für meine Liebe. Nee, er wusste ganz genau, mit was für einer Undankbarkeit die Menschen ihm begegnen würden. Er wurde barmherzig den Menschen gegenüber, die ihn mobben, die ihn verletzten, die ihn verraten, die ihn missachten. Ja, sogar den Menschen gegenüber, die ihn ans Kreuz nagelten. Können wir barmherzig sein, Menschen gegenüber, die uns mobben, die uns verraten, die uns lächerlich machen, die uns ausgrenzen? Können wir barmherzig sein gegenüber Menschen, auf die wir keinen Bock haben, gegenüber unseren Feinden? Wenn wir barmherzig werden wollen, dann müssen wir erstmal armherzig werden. Barmherzigkeit ist ein Herz zu Herz. Wir müssen die Herzensarmut der Menschen sehen, aber gleichzeitig auch unsere eigene Herzensarmut erkennen. Denn nicht nur die anderen Menschen in der Stadt sind bedürftig nach Liebe, Zuneigung, Frieden, sondern auch ich persönlich habe eine große Not in meinem Herzen. Und auch ich brauche Barmherzigkeit. Ich muss meine Mängel und meine ungestillten Bedürfnisse wahrnehmen und sehen und erkennen, dass ich auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen bin. Deswegen die erste Ressource, wie kann ich barmherzig werden? Die erste Ressource steht in Römer 12. Römer 12, da geht es darum, dass wir einen lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Gottesdienst leisten, leben sollen. Dass wir gute Christen sein sollen. Und dann, dieser Vers, er beginnt mit: weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Das ist die Voraussetzung. Wir können nicht gute Christen sein, aus uns heraus, ein lebendiger, heiliger Gottesdienst leben aus uns heraus, sondern weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Die Barmherzigkeit kommt nicht aus unserem Inneren, aus unserem Magen, sondern sie kommt von Gott heraus. Erst wenn wir unsere eigene Herzensarmut sehen und merken, dass ich genauso bedürftig bin nach Barmherzigkeit, erst dann kann Gott seine Barmherzigkeit in unser Herz hineinlegen. Barmherzigkeit muss also bei dir, bei uns anfangen, dass wir von Gott empfangen. Wir können nicht aus uns heraus Liebe produzieren oder Barmherzigkeit produzieren, sondern wir können nur Gottes Liebe und Barmherzigkeit reflektieren. Gott begegnet unserer Herzensarmut. Er tut dies, indem Jesus Christus, der hocherhabene, allmächtige, König aller Könige, der reich ist und dem, der alles hat, der keine Mängel hat, indem Jesus Christus von hoch oben runterkommt, auf unser Level, auf unser Niveau und uns begegnet, dir begegnet auf Augenhöhe. Er macht sich arm, wird Mensch. Er hat keinen Besitz, kein Haus. Er wird beschränkt, er lässt sich selber beschränken und wird Diener. Er begibt sich von Herz zu Herz auf Augenhöhe. Hebräer 4, Vers 15 sagt es so: Dieser Hohepriester, damit ist Jesus gemeint, dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen. Nicht, weil er uns bemitleidet, oh, diese armen Menschen, die brauchen ein bisschen Hilfe. Nein, weil er uns liebt und hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind.
Er weiß, wie es uns geht, weil er sich auf unsere Ebene hinabbegeben hat. Ihm sind die gleichen Versuchen begegnet wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Der Jahresvers wird sehr oft so übersetzt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich habe ganz bewusst geschrieben und gesagt: Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Warum? Ich glaube, das ist eine bessere Übersetzung. Im Griechischen steht da im Urtext dieses Sein oder werdet barmherzig in einem passiven Imperativ. Nicht ich kann Barmherzigkeit erlernen, sondern ich muss barmherzig gemacht werden. Ich muss Barmherzigkeit empfangen. Ich empfange Barmherzigkeit, indem ich diesem barmherzigen Gott auf Augenhöhe begegne. Indem ich demjenigen Gott, der sein Herz mir entgegenstreckt, auch mein Herz entgegenstrecke. Es braucht eine Herz-zu-Herz-Begegnung. Erkennst du deine Herzensarmut, deine Bedürftigkeit nach Barmherzigkeit Gottes? Oder denkst du immer noch, dass du das nicht brauchst? Erst wenn du deine eigene Herzensarmut erkennst, kannst du der Herzensarmut anderer Menschen begegnen. Barmherzigkeit heißt nicht bemitleiden. Es heißt aber auch nicht bevormunden. Wisst ihr, ich glaube, wir Menschen haben sehr oft das Gefühl, dass wir wissen, was gut für uns und was gut für die Menschen ist. Und wir wollen, dass es den Menschen gut geht. Und deswegen stehen wir in Gefahr, ihnen das aufzudrücken oder sogar aufzuzwingen, was gut ist. Ja, wir tun das auch durch politische Maßnahmen, indem wir gewisse Dinge, ungesundes Essen oder Rauchen oder Alkohol besteuern, weil wir die Menschen erziehen wollen, dass sie ja nicht das Schlechte machen. Wir tun dies, indem wir Menschen, die wir gern haben, einschränken wollen. Jesus geht einen anderen Weg. Jesus weiß ganz genau, was gut, schön und wahr ist. Er selber ist es. Er weiß ganz genau, was das Beste für dich ist. Er weiß ganz genau, dass du eigentlich ihn brauchst. Aber er zwingt dich das nicht auf. Sondern er wirbt um die Wahrheit. Er wirbt um das Gute. Er macht Werbung dafür. Und er kommt und sagt: Hey, hier bin ich. Und ich habe so viel Gutes für dich bereit. Ich will dich beschenken, aber ich lasse dir die Freiheit, es anzunehmen oder abzulehnen. Ich bevormunde dich nicht, auch wenn ich wüsste, was besser für dich ist. Wir haben die Tendenz, Menschen, von denen wir denken, denen geht es schlechter als uns und wir wissen, was gut für sie ist, zu bevormunden und ihnen zu sagen, was gut für sie ist, sie zu zwingen zum Guten. Und dabei bitten wir sie an uns selber. Statt sie in Freiheit zu führen, freizusetzen, führen wir sie in eine neue Gefangenheit an uns. Weil sie dann plötzlich abhängig werden von uns, von mir als Helfer. Ja, ohne mich geht es ja schlecht. Ich muss dich betreuen und begleiten. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Pastor. Als Pastor steht man da noch mehr in Versuchung. Weil die Leute kommen bedürftig. Man glaubt, man ist der Retter. Wir sind barmherzig, weil wir hoffen, etwas zurückzubekommen. Aber das ist nicht wahre Barmherzigkeit. Wahre Barmherzigkeit schenkt Aufmerksamkeit und Liebe ohne Gegenerwartung. Der Vers vor dem Wort der Jahreslosung ist Lukas 6, 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Leid, ohne etwas zurückzuerhoffen, dann wird unser Lohn groß sein.
Warum kann unser Lohn groß sein, wenn wir nichts zurückbekommen? Ja, weil unser Lohn nicht hier auf Erden ist, sondern beim himmlischen Vater, der alles für uns bereithält. Wahre Barmherzigkeit muss nichts erwarten von anderen Menschen, weil sie alles von Gott erwartet. Nicht mal von den liebsten Menschen, die uns nahestehen, müssen wir erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse stillen, sondern wir können diese Erwartung an Gott richten. Wahre Barmherzigkeit ist nicht da, damit jemand sagt, danke Matthias, hast du gut gemacht. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Wenn du nicht wärst, nein. Wahre Barmherzigkeit kann barmherzig sein und sagt, hey, ich scheiße auf deine Hilfe. Ich möchte da ein Vorbild nehmen am Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war ein Gottesmann, ein Prediger Gottes und hat getauft und die Menschen sind in Scharen zu ihm geströmt. Und dann plötzlich taucht Jesus auf. Und die Jünger von Jesus beginnen auch zu taufen. Und die Leute laufen von Johannes weg, gehen zu Jesus. Und dann kommen die Jünger von Johannes zu Johannes und sagen, hey Johannes, guck mal, die gehen alle zu Jesus, was soll das? Findest du das gut? Und Johannes sagt, ja, ich freue mich. Ich freue mich, sie gehen zum wahren Bräutigam, nicht zu mir. Sie gehen zu dem, dem alle Ehre gebührt und nicht zu mir. Das ist wie bei einer Hochzeit. Der Freund des Bräutigams freut sich, wenn die Leute auf den Bräutigam schauen. Und Johannes sagt dann weiter, ich muss abnehmen, aber du, er muss zunehmen, der wahre Bräutigam. Ich hoffe doch, dass die Leute von mir weglaufen zu ihm. Mir fällt das schwer, diesen Gedanken, dass die Leute nicht zu mir kommen, sondern dass ich sie zu Jesus schicke. Barmherzigkeit heißt nicht bevormunden und nicht Leute an sich zu binden, sondern die Freiheit zu führen zu Jesus Christus, der die wahre Freiheit ist. Und dafür müssen wir bereit sein, unsere Mauern fallen zu lassen. Wir können nur Herz-zu-Herz-Begegnung haben, wenn wir unser Herz freigeben und die Mauern fallen lassen. Wisst ihr, wir bauen Mauern in unserem Leben auf, weil wir Angst haben, dass unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden. Weil wir Angst haben, missachtet zu werden, nicht genug zu bekommen, keinen Danke zu bekommen. Weil wir Angst haben, dass wir verletzt werden. Jesus, der hatte diese Angst nicht, weil er ganz genau wusste, dass er verletzt wird. Weil er ganz genau wusste, dass er abgelehnt wird. Weil er wusste, dass die Menschen seine Bedürfnisse nicht stillen können. Barmherzigkeit hat aber etwas damit zu tun, auch Missbrauch zuzulassen oder in Kauf zu nehmen. Wir sind nicht barmherzig für uns, um uns zu befriedigen, sondern wir sind barmherzig, weil Jesus barmherzig ist. Und durch seinen Kreuzestod von Jesus erlebte er die tiefste Verletzung, den größten Schmach. Und in allem blieb er barmherzig. Wie kannst du deine Mauern fallen lassen, deinen Schutz aufgeben? Wie kannst du barmherzig sein? Nur indem du dich selber in der Barmherzigkeit Gottes gründest. In seinen Händen. Wenn dein Lohn nicht hier auf der Welt ist, von Menschen in dieser Welt, sondern bei Gott, dem Höchsten. Wenn dein Lohn überirdisch ist, dann kann nichts und niemand in dieser Welt dir etwas nehmen, weil du in ihm gegründet bist. Weil du in ihm alles hast. Weil du in seinen Händen bist. Das sind seine Hände dein Schutz. Und du kannst bereit sein, alles aufzugeben. Verlacht zu werden, verspottet zu werden, bestohlen zu werden, beraubt zu werden. Weil Jesus Christus dein Lohn ist. Barmherzigkeit bedeutet, dass ich Barmherzigkeit empfangen muss, weil ich selber
Herzensnot habe. Und es bedeutet, ich muss in der Barmherzigkeit Gottes gegründet sein. Aber die größte und wichtigste und beste Ressource, wie wir barmherzig werden können, ist der Bergprediger selbst. Jesus Christus ist die größte und wichtigste Ressource. Die ersten zwei Dinge waren Dinge, die wir tun können, uns öffnen für die Barmherzigkeit Gottes und uns gründen in der Barmherzigkeit Gottes. Aber die nächste Ressource ist eine Person, die etwas für uns tut. Jesus Christus, der selber auf die Erde kommt. Und im Hebräer 12, Vers 2, das sagt er, und wir wollen dabei auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Jesus wusste, welche Freude auf uns kommen würde. Und wenn wir wissen, welche Freude auf uns kommen wird nach dieser Welt, dann können wir auch Verluste in dieser Welt in Kauf nehmen. Aber wir können dies alles nur tun, wenn der Bergprediger, der auf diese Welt kam, in unserem Leben einzieht. Ich möchte da Epheser 2 vorlesen. Epheser 2, 4 bis 5. Da heißt es, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Es ist Gottes Gnade, die uns begegnet. Es ist Jesus Christus, der in uns einzieht. Wir können nicht einfach die Barmherzigkeit Gottes nachmachen und imitieren. Sondern das Problem ist, dass unser Herz verdreht ist und wir da eine Herzensänderung brauchen. Barmherzigkeit kann nur durch ein lebendiges Herz fließen. Aber hier sagt Epheser, wir waren tot, unser Herz ist tot. Ein totes Herz kann nicht barmherzig sein, es kann nicht lieben. Das ist unmöglich. Unser Herz muss schlagen. Das Problem ist, dass unsere Ich-Zentriertheit, mein Neid, mein Eifersucht, mein Hochmut, mein Stolz, mein Selbstbejammern einen tödlichen Herzinfarkt meinem Herzen versetzt hat. Und ich brauche diesen Lebensretter, Jesus Christus, der mir ein neues Herz gibt. Die Bibel redet so oft davon. Ich will euer steinernes Herz ausreißen und ich will dir ein neues Herz geben. Nicht nur einfach dein altes Herz neu anmalen und bepinseln und alles ist gut. Nein, ein neues, komplett neues Herz möchte ich dir geben. Und das ist eine wunderbare Botschaft, weil nicht wir müssen unser Herz verändern, sondern Gott möchte unser Herz verändern. Er will uns beschneiden am Herzen. Er möchte Dinge rausschneiden, die nicht gut sind. Auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Solange wir Gott nicht an unserem Herzen rumschnipseln lassen, solange wird es in unserem Herzen Dinge geben, die der Barmherzigkeit Gottes im Wege stehen, wo die Liebe nicht durchfließen kann. Und deswegen brauchen wir diese Operation nicht nur einmal, sondern täglich. Wir müssen täglich uns von Gott erneuern und beschneiden lassen. Zum Kreuz kommen. Nur am Kreuz findet dieser wunderbare Austausch statt, wo unser altes Herz genommen wird und Gott uns ein neues Herz schenkt. Jesus sagt, durch seine Armut werden wir reich. Durch die Armut Gottes, er wurde arm für uns, damit wir reich werden. Ein Herz zu Herz, vom armen Herz zum armen Herz. Und Römer 5 beschreibt es dann so konkret, dass Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgießt. Seine Liebe, der Heilige Geist muss durch uns fließen und nicht unsere Liebe.
Wie hilft uns das in unserem Alltag? Barmherzigkeit ist kein spontanes Gefühl. Es ist eine Haltung, die uns der Heilige Geist gibt, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Es ist nichts, was wir einfach für die Schwachen tun, weil das, diese Liebe, diese Art von Liebe, die haben alle Menschen. Sondern es ist etwas, das allen Menschen gegenüber da ist. Auch gegenüber denen, die uns feindlich gesinnt sind, auch gegenüber denen, die vielleicht besser gestellt sind als wir. Was können wir tun, wenn wir diesen Menschen begegnen? Wir müssen nicht nur ihre Armut sehen, ihre innere Herzensarmut, sondern wir müssen auch unsere eigene Armut sehen. Wenn wir einen Menschen sehen, dem es vielleicht äußerst sehr gut geht und wir keine Barmherzigkeit empfinden können, dann sehe doch, dass Gott in sein Herz anschaut und auch mein Herz sieht. Und dieser Mann ist vielleicht ein Feind Gottes. Vielleicht lästert er Gott sogar. Aber ich war auch mal ein Feind Gottes. Und Gott erwies seine Liebe zu mir darin, dass er für mich gestorben ist, als ich noch sein Feind war. Und gründe dich in dieser Barmherzigkeit Gottes. Ja, ich werde dem helfen. Ich werde für ihn da sein. Ich werde vielleicht ihm ein gutes Wort zu sprechen. Und ich weiß ganz genau, er wird mich verlachen, weil er das schon so oft gemacht hat. Und ich werde dieser Person jetzt ein bisschen Geld geben. Und ich weiß ganz genau, die Geschichte, die sie mir erzählt hat, ist gelogen. Und sie wird auch das Geld anders gebrauchen, als sie gesagt hat. Aber ich brauche kein Dankeschön, weil mein Lohn bei Gott ist. Der Knecht wird nicht besser sein als der Meister. Wir können keine bessere Barmherzigkeit leben als Jesus Christus. Und er muss durch uns leben. Nur wenn er sichtbar wird in deinem Leben, dann wird Barmherzigkeit sichtbar. Und deswegen muss Barmherzigkeit auf den Knien stattfinden. Unser Herz muss gebrochen werden für das Herz Christi, das er gebrochen hat für uns. Weine mit den Weinenden, klage mit den Klagenden und freue dich aber auch mit denen, die Freude haben. Barmherzigkeit möchte allen Menschen begegnen, möchte ihnen so begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Wir sind nicht die Retter der Welt und auch nicht die Erlösung. Und deswegen zeigen wir der Welt nicht unsere Barmherzigkeit und unsere Liebe, sondern in uns wird hoffentlich durch den Heiligen Geist Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe sichtbar. In dieser Liebe können wir mit Menschen einen Weg gehen. Wir müssen sie nicht bevormunden und Schritte für sie gehen, die sie eigentlich selber gehen müssten, sondern wir können Schritte mit ihnen gehen, sie begleiten und mit ihnen gemeinsam vors Kreuz gehen. Ja, du hast versagt, ich habe auch versagt. Du bist arm, ich bin auch arm. Wir gehen gemeinsam vors Kreuz, denn nur da und nur da allein empfangen wir, was wir brauchen. Und lasst uns das jetzt auch gemeinsam tun im Gebet. Unser Herz nochmals dem Herzen Gottes hinstrecken. Jesus Christus, wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Du bist der barmherzige Gott. Nicht, weil du uns bemitleidest, obwohl wir bemitleidungswürdig wären. Nein, weil du uns bedingungslos liebst. Und du bist in die Welt gekommen und wusstest ganz genau, wie wir mit dir umgehen werden. Und du bist in mein Leben gekommen und du wusstest ganz genau, wie ich mit dir umgehen werde, obwohl ich ja schon viel weiß von dir, wie ich dich verachten werde, Tag für Tag. Und du hast es trotzdem gemacht. Das ist deine Barmherzigkeit. Und Herr, wir alle und ich auch, wir stehen in Versuchung, dass wir die Retter sein wollen, dass wir wünschen, dass die Leute zu uns kommen, dass wir Barmherzigkeit leben können, weil wir die Besseren sind und die anderen Hilfsbedürftigen, ja, ein bisschen, weil wir sie bemitleiden wollen, Herr. Aber ich wünsche mir, Herr, dass unser Herz sich ändert, dass du unser Herz änderst.
dass ich den Menschen auf Augenhöhe begegne, von Herz zu Herz. Und wir wollen jetzt auch gemeinsam, wie ich vor dein Kreuz kommen, Herr, und unser Herz hinstrecken. Herr, reißt du die steinen Flecke aus unserem Herzen aus und beschneid du uns von Neuem, damit deine Liebe neu in uns, durch uns und an uns wirken kann. Wir brauchen dich, Jesus. Amen. Ja, danke, Matthias. Jesus spricht zu den Jüngern, zu denen, die er gerufen hat. Und er ruft alle. Er möchte nicht, dass ein einziger verloren geht. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat Gott dich geschaffen. Du hast dich ja nicht selbst gemacht. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Ich habe nicht irgendwann gedacht, boah, ich will mal leben. Ich wurde geboren. Ich habe nicht danach gefragt. Gott hat uns geschaffen. Er wollte, dass wir da sind, wie Matthias so schön gesagt hat. Wir waren ein Gedanke Gottes. Gott hat sich uns ausgedacht. Dich ganz persönlich. Das ist krass. Und er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir getrennt von ihm, beherrscht von der Sünde, von der Selbstsucht und Lieblosigkeit, beherrscht von dieser Sehnsucht, etwas zu sein, etwas zu haben und immer wieder gegen die Wand zu laufen, weil nichts und niemand uns das geben kann, wonach wir uns sehen. Wir finden nur unsere Erfüllung darin, dass wir das werden, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind, nämlich Kinder Gottes zu sein. Und der Vater, Gott, der Vater hat seinen einzigen Sohn gesandt auf diese Erde. Jesus ist dieser eine Sohn Gottes, dieses eine Kind Gottes, was so in Liebe verbunden mit dem Vater gelebt hat. Nicht nur gelebt hat, sondern in Ewigkeit lebt, verbunden mit dem Herz des Vaters. Und er hat uns sein Herz geschenkt, sein Herz hingegeben. Er ist uns auf gleicher Höhe begegnet. Er möchte so gerne, dass wir so werden wie er. Jeder ganz anders, jeder ganz individuell. Niemand von uns wird der Zimmermann von Nazareth sein. Wir sind alle anders. Und doch dieses Herz Gottes, dass wir seine Kinder sind, wie der Vater so die Kinder, das wünscht er sich, dass unser Herz so weich ist, so voller Liebe. Und das fängt damit an, dass seine Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, was Matthias zitiert hat. Ich wiederhole diese Dinge einfach und fasse das nochmal zusammen, weil mir das echt ein Anliegen ist. Ich weiß nicht, wo du heute hier stehst. Aber wenn du das noch nie erfahren hast, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen wurde, wenn du nicht den Heiligen Geist empfangen hast und weißt, ich bin ein geliebtes Kind des ewigen Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde, dann sage ich dir, heute ist der Tag, wo du das erleben darfst. Heute ist der Tag, wo du dein Herz öffnen kannst und Ja sagen kannst zu dem Gott, der seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat. Du kannst Jesus
in dein Herz empfangen und ihn annehmen als deinen Herrn und sagen, du hast alles gegeben. Du bist würdig, dass ich dich meinen König nenne, denn du bist wahrlich der König der Könige, der Herr der Herren. Ich möchte dich empfangen, deine Liebe empfangen. Ich möchte endlich zur Ruhe kommen. Ich möchte endlich nach Hause kommen. Ich möchte endlich das sein, wozu du mich eigentlich geschaffen hast, dein Kind. So lass uns einfach die Augen schließen. Und wenn du, wie gesagt, das noch nie erfahren hast und es empfangen möchtest, ja, dann bitte ich dich jetzt, was zu tun, was dich vielleicht extrem herausfordert, aber tu es einfach. Weil Gott das möchte, dass du dich zu ihm stellst, dass du dich stellst, dass du dein Herz jetzt öffnest. Steh auf. Steh auf und öffne deine Hände, öffne dein Herz. Und dann bete ich jetzt einfach für dich. Und du kannst in deinem Herzen einfach mitbeten. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich geschaffen hast. Herr, du hast mich geschaffen, dass ich dein Kind sein soll. Ich habe das nie verstanden. Ich habe immer gesucht und nicht gefunden. Ich bin immer leer geblieben. Und mein Herz ist hart geworden. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Das Kostbarste, was du hattest, und das für mich gegeben hast, für meine Sünde, für meine Schuld, für meine Härte und Bitterkeit. Damit es getilgt ist, damit es weg ist, weggenommen. All meine Schuld, all meine Verletzungen, alles, was mich hart gemacht hat. Und danke, dass ich jetzt dich aufnehmen darf in mein Herz, Jesus Christus. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist, der König. Und dass deine Liebe mich ausfüllt. Danke, dass du das tun wirst und dass du mich dann ganz neu machen wirst. Ich glaube und vertraue dir, meinem Retter und meinem Gott. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen mitgesprochen hast, dann kannst du dir gewiss sein, Gott erhört dieses Gebet. Er hat sich so darauf gefreut, dich in seine Arme zu nehmen. Du bist sein Kind. Und du darfst mit ihm durchs Leben gehen, an seiner Hand. Er wird dich nie mehr loslassen und wird dich in die Ewigkeit hineinführen, in seine ewige Herrlichkeit. Das hat er verheißen. Und für uns andere, die wir schon Kinder Gottes sind, wie Matthias gesagt hat, wir brauchen es immer wieder. Wir brauchen immer wieder die neue Erfüllung mit dem Geist Gottes. Auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, uns wieder zu verhärten. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, selbstgerecht und hart zu werden. Auf andere herabzuschauen und nicht zu sehen, wie sehr bedürftig wir doch immer wieder sind und immer wieder bleiben. Und dadurch werden unsere guten Werke so verunreinigt, weil sie aus dem falschen Herzen heraus entstehen, aus falscher Motivation.